Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abonacho. Herzlich willkommen im Talos-Prinzip. Ich bin jetzt mal ein paar Schritte vorausgegangen, einfach weil ich das Bild ganz gern gehabt hätte. Und jetzt weiß ich noch nicht gerade, nicht so ganz genau, wo war ich denn jetzt überhaupt? Also, jetzt eben bin ich ja hier durchmarschiert. Genau, und deswegen habe ich mich nicht hier hingestellt in dem Tütüt. So, stimmt, wir wollten gucken, was das hier ist, ne? Da war doch was. Glaube. Gehen wir nochmal rein. Als ich in der 9. Klasse war, bin ich mit meinen Eltern nach Pompeji gefahren. Meine erste Reaktion war Staunen darüber, dass ich durch die Straßen einer antiken Stadt ging. Aber dann hatte ich plötzlich Angst. Mir wurde klar, dass ich in einem echten Ort war, in dem einst echte Menschen lebten. Menschen wie ich, mit Müttern und Vätern und Hoffnungen und Träumen. Und jetzt waren sie für immer verschwunden. Ich bin weinend zu meinem Vater gerannt und habe ihm von meiner Angst erzählt. Und er sagte, ich erinnere mich so deutlich, er sagte, du hast recht, aber trotzdem sind wir hier. Solange Menschen kommen und diese Straßen begehen, ist die Vergangenheit nicht wirklich vergessen. Ja, sie sagte, sie hätte so ein bisschen Angst gehabt, ne? Was glaubst du, was sie Angst gehabt hätte, wenn sie in Pompeji gewesen wäre, während die Zeit die Stadt noch belebt war? Finde ich aber schön, dass da noch so kleine Nebensachen mit drin sind. So, jetzt wollen wir mal schauen. Da haben wir einen erledigt. Da haben wir noch zwei grüne offen. Und da haben wir noch... Okay, gehen wir doch mal hier lang. Und sprint mal. Ah, da ist ja auch noch einer. Der hat sich aber gut versteckt. Holen wir uns mal die ganzen roten. Die brauche ich an sich gar nicht. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wofür, warum. Und die Sterne finde ich irgendwie nicht. Wollte ich auch schon 20 Mal gucken. Habe ich irgendwie nicht wirklich geschafft. So, gehen wir mal hin. Aha. Das wird auf jeden Fall wieder lustig. Okay. Da vorne geht ein Gang rum. Dann ist mal davon auszugehen. Vielleicht muss ich mal gucken hier. Ist mal davon auszugehen, dass ich... Ja, genau. Den nehmen kann. Moment. Da ist jetzt ein blauer. Aber... Ansonsten ist hier nirgendwo ein blauer. Womit würde ich den denn verbinden sollen? Das muss ja zumindest... Schwierig. Na, okay, da hinten war ein roter. Aha, den kann ich damit verbinden. Ja, ist schon mal gut. Moment. Da muss ich mal kurz einen Frosch weg. Es ist ziemlich früh morgens. Da habe ich hier und da noch einen Frosch im Hals. Gerade Käppchen getrunken. So. Okay, ich muss die irgendwie mal wieder anhalten. Auch Kisten. Sonst wird halt nichts. Rat erbitten? Ey, das ist ja cool. Okay, das bewahren wir uns mal auf. Das war gut zu wissen. Ah, aber hier würde ich gar nicht herkommen. Doch. Aha. Eigentlich wollte ich ja Kiste suchen. Aber so ist ja noch viel besser. Weil viel einfacher. Aha. Bin ich drin oder was? Noch ein roter. Weil die Tür aufmachen. Okay, der blaue an dem brauche ich überhaupt nicht. Aber wie komme ich dann... An den komme ich doch jetzt so gar nicht ran. Dass ich da oben hinkäme. Ah. Stell mal kurz hin. Eine Kiste. Mach mal Tür wieder auf. Dankeschön. Nein, mach wieder auf. Ich muss den hier vorne sperren. Stopp. Stehen bleiben.
So. Ja, alleine wird mir aber wahrscheinlich nichts nutzen. Den da hinten müsste ich auch noch, weil ich komme trotzdem nicht an den dran. Das heißt, ich müsste jetzt den da hinsetzen. Dann müsste ich den auch noch irgendwie gesperrt kriegen. Oder den laufen lassen, weil der einen weiten Weg hat. Einmal. Ne, hier ist nichts. Und hier ist sonst auch nichts mehr. Nee. Und der blaue ist wohl hier zu. So. Gehen wir den nochmal. Den setzen wir einmal so. Und wenn ich den hier hinsetze, komme ich da auf jeden Fall gut dran. Was habe ich denn jetzt gemacht? Na nö, wollte ich doch gar nicht. Egal. Gib mir den mal und einsperren. So. Jetzt gucken wir doch nochmal, ob wir hier noch irgendwie... Weil der blaue ist jetzt Blödsinn. Würde ich sagen. Okay, dann gehen wir jetzt hinten wieder rein. Da dürften wir tatsächlich dann genug Platz haben. Weil der hat einen weiten Weg. Könnte hinhauen. Mach auf. Dankeschön. Den jetzt einmal dorthin und dorthin. Mach auf. Mach schon. Na, ich glaube, ich muss noch einmal warten. Ja. Yeah. Und raus. Und raus. Und tschüss. Kann ich wieder gehen. Hammer. Durch. Okay. Der blaue war also tatsächlich nur einmal veräppeln, bitte. Brauchen wir nicht. So. Ein Nadelloch. Hätten sie so nennen können, wie es eigentlich heißt, ne? Nadelöhr oder so. Okay. Na nö. War ich hier schon? Wie kann ich da noch gar nicht gewesen sein? Da ist auch nur... Oh, und da ist jetzt der blaue. Glaube ich. Sieht so aus. Okay. Das heißt, ich muss den, der blödsinnig ist, wegnehmen. Und muss den... Aha. Hinstellen. Was aber nicht geht. Hier sind zwei Stück eingesperrt. Wenn ich an den blauen rankommen würde. Dann an den... Ach Gottchen. Ich muss die alle miteinander verbinden? Wie soll das denn wiederum gehen? Kommen die doch gar nicht hin. Ah. Vielleicht. Ah, so geht. Nee. Ah, so geht doch. Okay. Gleich mal beide rausnehmen. So. Dann haben wir sie nämlich auch. Und jetzt muss ich den noch und den noch. Dann komme ich auch da dran. Okay. Und jetzt muss ich... Wie komme ich jetzt an den blauen? Und wo ist der zweite blaue? Habe ich den nicht eben schon mal irgendwie gesehen? Ja, ne? Da hinten. Wie komme ich denn da jetzt ran? Oh, über da ganz hinten, wa? Hat aber dann ein kleines Problem. Wenn dem denn so wäre. Da komme ich doch nicht ran. Okay. Das muss ich anders gestalten, glaube ich. Oh, nee. Ah, so geht das.
Aber ich glaube, der ist nicht hoch genug. Sag ich doch. Aber wenn ich jetzt den so mache und dann geht das auch wieder nicht. Aber auch wenn ich hier näher rangehe, kriege ich das ja nicht hin. Ja, weil der stört jetzt. Wie mache ich denn das nun wieder? Wie kann ich hier vorbeikommen? An den roten, den müsste ich ja dann auch noch mitnehmen. Zwangsläufig, sonst komme ich da wieder nicht ran. Von hier aus würde ich da dran kommen. Und auch da dran kommen. Okay. Aber ich glaube, dann geht das wieder mit dem Blauen nicht. Mal gucken. Mal schauen. Also, nee, dann hau ich ja hier zwischen. Nee, wieso ist denn da ein Roter drauf? Und jetzt den Blauen nochmal. Ah, jetzt komme ich da wieder nicht dran. Aber ich muss da dran. Das ist ja doof. Moment. Ja, ich muss ja an. Ich habe ja nur die beiden. Und an dem muss ich doch, damit die Tür aufgeht. Okay. Warum ist der? Der ist jetzt gar nicht belegt. Verstehe. Das heißt, ich könnte den nutzen. Stell ich mal hin. Ja, ich komme immer hier durch. Ich kann ihn gar nicht so setzen, dass ich da vorbeikomme. Weil entweder der stört den, oder er stört den. Er stört den hier auf jeden Fall. Es sei denn, ich kann mit denen auch da ganz hinten. Das könnte vielleicht funktionieren. Dann müsste ich den... Wo ist denn jetzt der Blaue? Komme ich so... Der ist hier. Ach so. Und dort hinten. Das heißt, ich kann gar nicht so nah ran, wie ich möchte. Ich gehe jetzt mal dorthin. Dann pfeife ich da wieder dazwischen. Müsste den irgendwie höher stellen können. Weil das wird nichts. Wenn ich da dran mache und da dran mache, dann wird er gestört. Wird das hier nichts. Moment. Haben wir hier nirgendwo eine Kiste? Wie könnte das funktionieren? Ich müsste den... Gib mir den auch mal weg. So, alle drei jetzt mal einmal hier hin. Machen wir jetzt erst den Blauen. Wäre hier. Ja, entweder richtig weit. Anders komme ich da nicht dran. Ich könnte den hier durch, wenn ich den roten offen habe. Aber das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Warum habe ich den jetzt angewählt? Weiß ich nicht. Mach ich mal so und so. So. Das wäre dann jetzt die direkteste Verbindung. Wäre aber insofern doof, weil ich dann da wieder nicht dran komme. Nee, wenn ich den hier absetze, dann störe ich den da wieder. Wenn ich den aber hier hinten absetze, dann kann ich...
So könnte das eventuell hinhauen. Dann wäre der nämlich schon mal offen. So. Und jetzt haben wir wieder das Problem, ne? Wenn ich den jetzt mal... Den jetzt mal hier hinstelle. Und zwar so. Okay. Und den blauen? Moment. Warum kriege ich den jetzt nicht offen? Der würde jetzt nur die Wand treffen. Das ist ja schon mal dusselig. So würde der passen. Wen habe ich jetzt vergessen? Der ist dran. Ist hier dran und ist hier dran. Ach so, Nee, das kann ja auch nicht gehen. Habe ich den Zaun vergessen? Weil die Tür geht sowieso. Warum nicht? Ach, weil ich hier durch muss. Okay. Das funktioniert also so gar nicht. Guck mal her. Und wenn ich den jetzt wieder hier hinpacke, dann funktioniert das wieder nicht. Und wie sieht's aus, wenn ich den... Das könnte vielleicht funktionieren. Dann wird aber vermutlich... Okay, da ist jetzt offen. Schon mal gut. Da komme ich ja jetzt auch dann irgendwie... Komme ich nicht, weil ich die Tür noch nicht offen habe. Okay, also rot haben wir jetzt soweit gut. Dummerweise werden wir das gar nicht anders hinkriegen können, weil ich hier nicht dran komme. Mir fehlt einer. Eindeutig. Also, wenn ich den jetzt... Auch keine Chance. Da komme ich so nicht dran. So will ich dran kommen. Nehmen wir den nochmal. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir den... Den kann ich da gar nicht so hinstellen, dass die sich nicht stören. Das muss ich mit dem hier regeln. Glaube ich. Aber keine Chance. Ja, ich muss den blauen hier hinten stehen haben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich da durchkomme. So, und das geht nur von ganz weit weg. So. Und jetzt fehlen mir wieder der und der stört dann jetzt gleich wieder den blauen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Oder wir haben hier auch so ein Ding mit Rad erbitten. So, und jetzt wird der blaue gestört. Dachte ich mir nicht. Haben wir hier auch so ein Ding mit Rad erbitten? Weil das wäre jetzt gar nicht mal so übel. Haben wir nicht, ne? Ja. Ah, haben wir hier vielleicht Rad erbitten? Jo, haben wir. Mal gucken. Der Rat meiner gesegneten Boten muss verdient sein. Na toll. Zuerst muss ein Bote erweckt werden. Wie soll ich denn das bitte schön wieder machen? Okay, der muss warten. Machen wir hier alle drei Stück hin, fertig. Dann weiß ich, wo sie sind. Und wo ist er denn? Ach, da hinten, ne? Und dann gehen wir erstmal zu einem anderen. Das ist wieder so einer, müssen wir drüber nachdenken. Tun wir das. Das kann ich mal am besten, wenn ich mal kurz was anderes mache.
weil ansonsten drehe ich mich gedanklich immer so im Kreis und dann kriege ich das mal so gar nicht gebacken. Deswegen mache ich das dann immer einmal kurz woanders hin und dann später nochmal hin. Und dann hatten wir ja schon ein, zwei Mal, ne? Dann kommst du da hin und plötzlich siehst du, wie es funktioniert, was du vorher nie gesehen hast, weil sich halt deine Gedanken immer nur im Kreis drehen und du versuchst immer irgendwie auf einen ganz bestimmten Weg dahin zu kommen. Und das muss man einfach mal vermeiden. Also gehen wir jetzt in der nächsten Folge erstmal hier rein und holen uns mal einen, den wir auch brauchen können. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt auf eure Social Media und sagt mir vielleicht mal, was ihr von diesem Puzzle-Game haltet. Abgesehen davon, dass es eine tolle Grafik hat, was ich ja schon gesagt bekommen habe. Ich spiele das übrigens in der 64-Bit-Version. Das kann man ja auswählen. Und läuft super. Muss ich auch mal dazu sagen, sieht auch super aus. Also, bis dahin. Bye-bye.